Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man beim Samsung Smart TV Apps installieren und auch wieder deinstallieren kann. Ich würde sagen, wir legen gleich los, um das Video hier nicht unnötig in die Länge zu treiben. Wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr an der Stelle hier schon mal einen Daumen nach oben da lasst und auch gern meinen YouTube-Kanal abonniert. Das Ganze ist für euch kostenlos und mir hilft es hier auf YouTube wahnsinnig weiter, auch weiterhin solche Videos für euch zu machen. Wir starten. Ich drücke dazu auf meiner Samsung-Fernbedienung einmal diese Taste hier, womit ich ins Online-Menü komme. Und ja, jetzt könnt ihr hier schon einige häufige Apps sehen oder die ich kürzlich benutzt habe oder auch installiert habe. Und ja, wir gehen jetzt hier auf die Samsung-Apps und drücken das Ganze dann mit OK. Wir navigieren hier also im Prinzip ausschließlich mit der Fernbedienung. Wir kommen dann ins Samsung Apps Menü rein und hier könnt ihr dann einige Apps sehen, die bereits installiert sind. Er hat hier auch eine Auswahl an sehr vielen beliebten Apps. Wir können hier wieder mit den Pfeiltasten hin und her uns bewegen und können jetzt ja Apps installieren. Ich würde sagen, ich mache einfach mal YouTube Kids mit drauf. Das Ganze habe ich noch nicht installiert. Ich will es euch ja nur zeigen, wie es geht. Deshalb wähle ich das aus, drücke jetzt hier mit der mittleren Taste in dem Fall dann wieder einmal auf OK. Und jetzt muss ich nochmal mit OK gleich bestätigen. Unten links können wir übrigens sehen, wie viel Speicher wir noch frei haben. In dem Fall ist noch genug Platz. Wir drücken jetzt einmal auf OK. Dann lädt er die App runter und hat sie dann auch in dem Fall schon installiert. Teilweise kann es bei etwas größeren Apps auch notwendig sein, hier nochmal manuell auf Installieren klicken. Und wir drücken jetzt hier einfach wieder auf Ausführen. Und dann startet er in dem Augenblick hier YouTube Kids. Das Ganze dauert einen Augenblick. Hier fährt es jetzt einmal hoch. Also so könnt ihr sehen, es funktioniert. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt wieder, weil ich euch ja zeigen möchte, wie man auch Apps deinstalliert. Deshalb gehe ich jetzt hier wieder mit meiner Fernbedienung einmal auf Exit zurück und dann wird diese App wieder beendet. Und auch das dauert dann einen kleinen Augenblick. Jetzt müssen wir wieder hier über unsere Smart Hub-Taste ins Online-Menü gehen, drücken jetzt wieder in unsere Samsung-Apps rein. Er lädt wieder einen Augenblick und jetzt sind wir dann auch wieder dort, wo wir zuletzt drin waren und gerade die App installiert haben. Und jetzt können wir auch hier dann wieder auswählen, welche App wir deinstallieren wollen. Zum Beispiel nehmen wir einfach wieder, weil wir es gerade installiert haben und theoretisch hier nicht brauchen, YouTube Kids. Ich drücke das Ganze an und statt auf Installieren gehen wir jetzt einmal runter, deinstallieren das Ganze. Er fragt nochmal, ob wir es deinstallieren wollen. Wir sagen ja und in dem Fall ist jetzt diese App dann gelöscht und wir haben wieder etwas mehr Speicherplatz zur Verfügung. Wir können das selbstverständlich auch mit anderen noch installierten Apps machen. Das heißt, wir würden dann einfach hier wieder auch eine App, die wir schon haben, auswählen. Dazu gehe ich dann einfach mal hier unten auf heruntergeladene Apps. Hier könnt ihr das sehen dort. Und ja, da könnte ich zum Beispiel auch mal die Sat.1 App auswählen und würde die in dem Fall dann auch deinstallieren, wenn ich sie nicht mehr haben möchte. Und auch dann ist die App deinstalliert. So einfach funktioniert das hier beim Samsung Smart TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.